Hallo Matthias, schön, dass du hier bei meinem Call dabei bist. Ich habe mich so riesig auf dich gefreut und wir haben ja mal die Schwierigkeit, dass wir etwas weit auseinander wohnen und deshalb jetzt diesen Weg wählen. Entweder bist du in der Nähe von Stuttgart oder du bist sogar noch weiter weg, nämlich in der Smöra, Rumänien. Und trotzdem bin ich sehr, sehr froh und sehr glücklich, dass wir uns jetzt sehen und danke dir schon mal ganz, ganz herzlich, dass du zu diesem Gespräch hier mit mir bereit bist. Hi. Ich danke dir, Andreas. Freut mich auch total, dich zu sehen. Schön, dass wir zueinander gefunden haben. Super. Ich muss direkt die Frage der Fragen stellen. Du weißt ja, vor knappen 2 Jahren, 1,5 Jahren ist die Ömi ja von mir gegangen und die hatte ja noch ein wunderschönes Leben. Und ich war ja selber vor einiger Zeit bei dir in der Smöra. Und ich stelle die Frage der Fragen sofort am Anfang. Wie sieht's aus in der Smöra? Wie viele Hunde habt ihr? Bist du überbelegt? Ist es etwas ruhiger geworden? Wie sieht's aus? Ja, bei uns ist gerade eine ziemliche Chaosstimmung aus dem einfachen Grund, weil wir mit so vielen Welpen, 1400 Welpen in den jetzigen Winter starten. Und mit so vielen Welpen sind wir zum einen noch nie in den Winter gegangen und zum anderen ist es einfach eine Tatsache dafür, die Smöra ist überbelegt. Überbelegt, weil unser Radius in jedem Jahr größer wird, weil wir mit den Kastrationsmobilen immer tiefer und in den entlegensten Dörfern unterwegs sind. Ja. Und genau dort wirst du eben mit dem Tierleid am allermeisten konfrontiert. Beziehungsweise du musst einstehen für die Tiere, für die Welpen, die du dort auffindest. Und wir freuen uns wahnsinnig darüber, dass die Menschen ihre Tiere kastrieren lassen. Und wenn wir mit den Kastrationsmobilen unterwegs sind, dann haben wir da auch einen großen Zuspruch. Aber, und das ist einfach die traurige Nachricht, es müsste noch so viele Kastrationsmobile geben, die in all diesen Dörfern unterwegs sind, um wirklich das zu erreichen, was wir alle wollen, nachhaltig die Straßenhundepopulation zu minimieren. Da müssen wir tatsächlich mehr erreichen und hauptsächlich auch mehr Menschen erreichen, die bereit sind, dann ihr Tier kastrieren zu lassen. Ist das für dich jetzt nach, ich meine, du sitzt immer an der Quelle, du weißt, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, also die Hunde dann zu früh zu kastrieren, das ist ja nun auch nicht so toll, dann leiden die ja auch darunter. Ich habe ja selber auch in Portugal erlebt, dass mir auch Besitzer gesagt haben, ja, nein, wenn man dem Hund irgendwie die aus der von der Natur gegebene Fortpflanzung nimmt, dann leiden die, dann sind das keine normalen Hunde mehr. Wenn ich dann aber wieder irgendeinen Plastikbeutel mit einer Tierschützerin in Portugal am Altglascontainer finde, wo Welpen drin sind, dann und konfrontiere damit dann die Hundebesitzer, dann sagen die, ja, ist bestimmt nicht von meinem gewesen. Ne? Dabei hat er dann sein Geschlechtsorgan ausgeprägt und läuft da frei über die Straße und vermehrt sich wie die Karnickel. Glaubst du, dass die Kastration ein Mittel ist, um das einzudämmen, oder ist es nur eine Form der Eindämmung, aber dieses Grundproblem, dass ja immer mehr Hunde auf diesen Planeten kommen, ist es nicht auch die Einstellung der Menschen gegenüber dem Geschöpf Hund, dass man da vielleicht so diese Sensibilität oder diese Empathie fehlt bei den Menschen, gerade in den ärmeren Regionen? Doch, das glaube ich ganz sicher. Also ich glaube ganz sicher daran, dass die Kastration das Mittel und auch das nachhaltigste Mittel ist, um eine Straßenhundepopulation zu minimieren. Ich verstehe die medizinische Debatte, die man auch hier bei uns in Deutschland wirklich ganz gerechtfertigterweise führen kann. Und wenn ich einen oder zwei Hunde habe und dafür Sorge trage, dass die sich eben nicht weiter vermehren, dann müssen die auch nicht zwingend kastriert sein. Sein, keine Frage. Der andere Punkt ist, in Rumänien, da werden Tiere anders gehalten als bei uns. Ja. Die Hunde kommen nicht ins Wohnzimmer auf die Couch, die Hunde werden auch nicht regelmäßig gefüttert und es wird nach ihnen auch nicht geschaut, indem man regelmäßig zum Tierarzt geht, sondern diese Tiere sind zum einen komplett auf sich gestellt, müssen sich täglich um ihr Futter kümmern, um Ja. Wasser kümmern, um ihren Liegeplatz kümmern, wenn sie Straßenhunde sind. Und wenn sie Besitzerhunde sind, dann ist die Haltung auch nicht lang nicht die, die wir hier in Deutschland haben. Und
diesen Eingriff der Kastration, das unfruchtbar machen, ist die einzige Möglichkeit, wenn wir nachhaltig Tierleid verhindern wollen. Und ich glaube, da muss man oder da darf man die Scheindebatte zumindest nicht in die Richtung führen, dass der Eingriff in Länder, der medizinische Eingriff einer Kastration in Ländern wie Rumänien, wo einfach nachweislich eine Straßenhunde-Überpopulation, Straßenhunde-Problematik besteht, da muss man das durchführen, da muss man das machen. Und da finde ich es auf eine Weise furchtbar frustrierend und auch desillusionierend, dass von staatlicher Seite, dass von politischer Seite nichts dergleichen unternommen wird, sondern dass auch ein barbarisches System des Fangens, des kurzfristig Beherbergens und des Tötens in Tötungsstationen gesetzt wird. Ja, das ist für also, mich. Entschuldigung, auch, der Blickwinkel ist es ja oft, auf den man schaut. Also, wenn du jetzt das Thema Kastration gegen Tötungsstationen nimmst, dann wird jeder Normaldenkende sofort sagen: Ja, natürlich, die Hunde werden kastriert. Ja. Und infolgedessen landen die Nachkommen nicht eines Tages in der Tötungsstation. Ja. Hierzulande, wo du Tiere ganz anders beherbergen kannst und wo auch ein ganz anderes Verständnis. Ja. Und auch eine andere Empathie, ohne das pauschalieren zu wollen, weil es gibt in Rumänien auch großartige Menschen, die ihre Tiere toll halten. Ja. Aber der Blickwinkel macht da, glaube ich, ganz arg viel aus und der ist wichtig. Ja, ich habe es ja in Portugal und in Spanien auch erlebt. Ne? Die halten die Hunde halt auch anders, wobei ich sagen muss, dass ich jetzt mittlerweile beobachte, dass gerade die jüngere Generation auch ganz normal mit Hunden spazieren geht. Da ist sogar schon leider zu beobachten, dass sich ganz viele Menschen so diese Qualzuchten auch ins Haus holen dann. Und das sind dann diese kleinen Kuschelhunde. Das sind dann eben keine Tierschutzhunde, weil ich auch schon oft mit portugiesischen Tierschützern gesprochen habe. Die Gesellschaft geht immer noch oft davon aus, dass eben Hunde, die im Tierheim waren oder auf der Straße gelebt haben, eben mit Krankheiten oder mit Verhaltensauffälligkeiten belegt sind. Und deswegen wollen die Menschen diese Hunde nicht. Die Menschen wollen gerne saubere, fertige, tolle, schöne Rassehunde haben, auch in Portugal und auch in Spanien. Mhm. Aber wenn die Sensibilisierung schon stattfindet, ist man schon mal so einen kleinen Zentimeter weitergekommen, wo ich ganz klar auch sage, wo ich für die Kastration spreche, ist, wenn man auf der Couch natürlich in Deutschland sitzt mit seinem Hund und der liegt da schön im Körbchen, und man hat so großartig keine Probleme, man wird nicht mit den Bildern konfrontiert, wo Tierschützer mit konfrontiert werden und das eben auch stündlich, dann muss man ganz klar sagen, ist das die Revolution von der Couch ausgeführt. Und da kann man immer schnell sagen, ja, ich würde den jetzt nicht kastrieren. Also lass doch die Hunde, also, aber wenn man dann genau diesen Menschen von der Couch runterholt und sagt, jetzt fährst du mal mit, und gehst mal gucken, wie die Hunde in verschiedenen Ländern auch gehalten werden und wie die sich da quälen, durchs Leben quälen und wie die irgendwo in einer Tötungsstation teilweise verenden an Krankheiten, an Verletzungen, die nicht behandelt werden, dann glaube ich, würden auch solche Menschen bei denen auch ein Umdenken stattfinden und die würden dann auch sagen, okay, also dann doch lieber kastrieren, als dass man nachhin schon wieder von diesem Hund wieder 7 Welpen und von diesen 7 Welpen schon wieder 49 Welpen und so weiter in die Gesellschaft setzt. Das ist mir halt aufgefallen, aber ich glaube, das Beste ist immer, man spricht drüber und man macht Kampagnen und man macht solche Sachen wie du. Ich meine, ich bin selber mit dir in Rumänien unterwegs gewesen mit dem Kastrationsmobil. Das ist für mich die einzige Möglichkeit, weil ich meine, wir waren da auf Dörfern. Das muss man auch ganz klar sagen, da kann man jetzt mit den Leuten nicht 15 Tage in einem auf einem Modus diskutieren über Tierschutz und Tierschutzgesetze und Kastration und hat man nicht gesehen. Da muss man im besten Fall die Leute relativ schnell davon überzeugen, dass sie ihre Hunde kastrieren lassen. Es gibt auch Leute, die habe ich auch in Portugal kennengelernt, die halten ihren Hund an der Kette und im Zwinger und denken doch, sie lieben ihn und sie finden den ganz toll. So, und finden das dann irgendwie total doof, wenn er dann kastriert würde, weil sie Angst haben, sie tun ihm weh und nehmen ihm etwas. Aber wenn ich mir überlege, dass ich jetzt 35 Jahre im Tierschutz immer wieder aktiv bin,
und trotzdem noch so viele Hunde auf diesem Planeten immer wieder geboren werden, dann stehe ich ganz klar hinter deiner Meinung, die Kastration ist die einzige Möglichkeit, eben diese Vielzahl der Vermehrung oder diese Welle an Vermehrung von Hunden, der entgegenzuwirken. Ganz klar. Ja, und also ganz genau das ist es doch auch. Und wenn du schaust, du warst mit uns unterwegs mit dem Kastrationsmobil. Und du kennst ja auch noch die Zeit von 2000 bis 2013, als wirklich wir nichts anderes getan haben, Hunde einzufangen, Hunde zu kastrieren, sie optisch zu kennzeichnen mittels Urclip und sie genau an die Stelle wieder freizulassen, wo wir sie aufgefunden haben. Und dadurch konntest du ja den Straßenhundebestand, Klammer auf, somit auch den Leitfaktor schlichtweg, auf weniger als 4000 kastrierte Hunde reduzieren. Innerhalb von 13 Jahren, zielführend und nachhaltig. Ja. Und da finde ich, man muss ganz arg aufpassen, die Leute müssen mitgenommen werden und das Zauberwort dafür ist die Aufklärung und das Zauberwort dafür ist auch, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt. Es hilft, glaube ich, nichts hinzugehen und mit gehobenem Zeigefinger zu sagen, hier, du machst alles falsch, lass deinen Hund kastrieren. Ich finde es mittlerweile ganz arg krass. Sonntags ist häufig so ein Tag, da kommen die Autos wirklich der Reihe nach in die Smeora. Die Leute haben Welpen dabei, die sie in ihren Kofferräumen und überall in Plastiktüten, wie du eben auch beschrieben hast, in Eimern, in geschlossenen Eimern, in Jutebeuteln, in Kartons zu uns bringen und denken, und das ja aus deren Sicht auch, aus einem guten Motiv heraus, sie tun jetzt ein ganz großes Werk, indem sie die Welpen zu uns bringen. Sie müssen sie nicht im Wasserfass ertränken, sie müssen sie nicht an die Wand werfen und sie müssen sie auch nicht 5 Kilometer oder beim Nachbarn über den Zaun werfen oder schlichtweg aussetzen und sich selbst überlassen, sondern sie haben in ihrer Sicht ein gutes Werk getan, indem sie die Welpen ins Tierheim gebracht haben. Die Mutterhündin ist aber bei 10 Fällen 9-mal nicht dabei. Und genau das ist der Punkt, wo die Aufklärungsarbeit am allerwichtigsten ist. Denn diese Menschen werden deine Dauergäste. Sie kommen im 3-Monate- oder im 6-Monate-Rhythmus wieder und bringen die nächste Welpengruppe. Und genau hier das Verständnis zu entwickeln, auch die Empathiefähigkeit ein Stück weit zu entwickeln. Ja. Und das kannst du nur über Aufklärungsarbeit und über Informationskampagnen, dass eben dieser Kreislauf durchbrochen wird, dass nicht auf politischer Seite wird ignorant zur Seite geschaut. Ja. Rumänien hat seit Jahrzehnten ein massives Straßenhundeproblem. Und Rumänien weiß sich auf politischer Ebene nicht anders zu helfen, als abzuwarten, bis dieser Populationsstand eine gewisse Oberzahl erreicht hat und dann mit regelmäßig wiederkehrenden Tötungsaktionen drauf zu reagieren. Es wäre ja so einfach. Und das ist das, was uns als Team, was uns als Meora, was mich auch persönlich so fertig macht, dass du eine total greifbare Lösung unmittelbar vor den Augen hast. Du kannst diese Tiere fangen, du kannst sie kastrieren, du kannst sie kennzeichnen, mit einer Futterstelle absichern und wieder an genau den Platz zurücksetzen. Und dann brauchst du einfach harte Arbeit und Geduld. Und zwar über 10 Jahre hinweg kannst du ja auch schön topografisch, geografisch runterrechnen, könntest du ein Land wie Rumänien, wenn man wirklich zusammenhalten würde und in jedem der 41 Landkreise mit massiven, gut strukturierten und organisierten Kastrationskampagnen gehen würde, dieses Ziel auch erreichen. Wie einfach wäre es denn, aus Tötungsstationen Kastrationszentren zu machen? Ja, super. Ja. Die hätten eine andere Bedeutung. Ja. Wieso müssen denn Tiere in Tötungsstationen verbracht werden, über 14 Tage hinweg auf brutale Art und Weise ignorant gehalten werden und im Anschluss an diese 14 Tage getötet werden, wenn du den Hund kastrieren kannst und ihn dann als kastrierten Hund wieder auf die Straße zurücksetzen kannst. Tollwut geimpft, abgesichert durch eine Futterstelle. Und dann wäre es auch eine humane Lösung, die nachhaltig ist. Ja, ich finde auch, dass man ja an dieser Stelle auch nicht vergessen sollte, dass die Hunde ja in den Tötungsstationen nicht einfach in der Tötungsstation sitzen, bekommen das beste Futter, das schönste Körbchen, tolles Wasser, Wärme und Zuwendung bis zu ihrem Töten.
sondern die Hunde werden sich selber auch überlassen. Das wissen viele Leute nicht. Die kriegen auch keine medizinische Betreuung. Da werden auch schwer verletzte Hunde aus Verkehrsunfällen einfach in einen Zwinger geschmissen. Da ist ganz viel Mobbing, wenn die Hunde zusammen mit mehreren Hunden in einem Zwinger sind. Da beißen sich Hunde und verletzen sich schwer oder töten sich sogar. Da ist ein enormer Stress, eine Panik und eine Angst, die da herrscht. Und dann auch noch bis hin zum letzten Tag, wo der Hund dann, wenn er nicht aus der Tötungsstation freigekauft oder herausgeholt wird, dann am letzten Tag dann auch noch nach diesem Martyrium auch noch sterben muss. Das ist einfach ich finde, das ist ein katastrophaler Zustand im Jahr 2022. Das hat was von Mittelalter-Mentalität. Und da muss ich auch ganz klar sagen, wenn die Menschen glauben, dass diese Hunde ganz normal in den besten Fällen eingeschläfert werden nach den 2 Wochen, dann täuschen die sich auch. Also ich habe schon ganz andere Geschichten erlebt. Ich habe Aufnahmen mit versteckter Kamera gesehen. Da geht es ganz anders zu, als da kommt der liebe Tierarzt vorbei und dann bekommt er die Beruhigungsspritze und dann wird der Hund schön in Ruhe eingeschläfert, damit er bloß keinen Stress hat beim Sterben. Nee, das sieht ganz anders aus. Und darüber sollte noch mehr aufgeklärt werden, auch in der Gesellschaft, vor allen Dingen bei den Jüngsten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, du machst ja auch schon solche Arbeiten. Ne? Man muss in die Schulklassen, man muss in die Kindergärten, man muss die Kleinsten aufklären und sagen, hey, das ist ein Lebewesen. Ne? Ihr könnt nicht einfach, der Papa kann nicht einfach die Mama den Hund irgendwie den ganzen Tag an die Kette legen, ihm kaum was zu fressen geben und anschließend irgendwo aussetzen. Ich glaube, die Jüngsten müssen dafür sensibilisiert werden, dass wir hier auf diesem Planeten in einem Zusammenhalt sind. Das ist also egal, ob es jetzt ein Pferd, ein Hund, ein Mensch ist, sondern dass die Menschen und die Jüngsten dafür sensibilisiert werden, mit den Mitgeschöpfen achtsamer und respektvoller und liebevoller umzugehen. Denn wenn die Kids das bei ihrem Vater sehen, wie der die Welpen gegen die Wand klatscht, wenn sie die nicht brauchen können oder in einem Wasserfass versenkt. Das ist halt so. Das wissen viele Leute da draußen auch nicht. Ne? Das ist nicht einfach nur mal, ach ja, dann werden die Hunde schön eingeschläfert. Nee, die werden gegen die Wand gedonnert. Und wenn das Kinder mitbekommen, wenn Kinder so aufwachsen, was bekommen die für ein Gefühl und was bekommen die für eine Empathie für Mitgeschöpfe mit? Und auch, ich finde, wer so mit Tieren umgeht, der geht auch irgendwann, kann er auch mit Menschen so umgehen. Es ist nur Frage der Umstände. Und deshalb glaube ich, dass wenn Kinder so viel Gewalt mitbekommen und das auch noch live, nicht nur im Internet, sondern auch live, dann werden die irgendwann so abgestumpft, dann ist das für die normal, dass Tiere so misshandelt und behandelt werden. Und genau das ist, glaube ich, auch einer der größten Punkte, dass eben so viel Rohheit innerhalb des Landes besteht, dass so viel übler, brutaler, barbarischer Umgang gegenüber Tieren stattfindet, weil man es von klein auf an ganz arg vielen Orten genauso sieht. Ja. Die Kinder von heute sind die Tierschützer von morgen, aber nur dann, wenn sie ein Stück weit sensibilisiert sind. Und die Schulprojekte sind ganz arg wichtig. Wir haben da schon viele wirklich ganz arg tolle Episoden erlebt. Kürzlich beim Schulprojekt, das war vergangenes Jahr, vergangenen Winter, gab es ein Schulprojekt auf einer Dorfschule von Pitesch, circa 20 Kilometer entfernt. Da ging es unter anderem darum, dass es im Hund ebenso kalt ist, wie wir Menschen das auch empfinden. Und ob wir das jetzt an der gleichen Temperatur festmachen, das sei dahingestellt, aber dass Tiere Kälte empfinden, Hunde Kälte empfinden, steht außer Frage und ist völlig klar. Und ein Kind kam von sich selbst auf die Idee, quasi zu sagen, unser Hund ist dauerhaft draußen. Und dieses, du hast im Gesicht gesehen, dieses Feststellen, oh je, ich war nicht den Winter über draußen, aber der Hund war den ganzen Winter draußen und der hat ja demnach auch gefroren. Oh. Und das hat dieses Kind beschäftigt und er ist nach Hause gegangen und hat es zu Hause wie auch immer thematisiert. Von der Seite des Vaters kam da jetzt nicht so viel Zuspruch. Und in der kommenden Woche, in dieser kommenden Tierschutzunterrichtsstunde, hat er gesagt, er hätte probiert, dass der Hund eben mit rein kann, aber die Eltern oder der Vater hat es nicht zugelassen. Der Junge hat nicht aufgegeben, hat weitergemacht.
der Hund kam ins Haus. Der Vater ist bis heute höchstwahrscheinlich nicht begeistert. Ja, aber ja. Das Kind ist durch diese eine Einheit oder durch dieses selber feststellen. Und genau darum, es geht auch hier wieder darum, dass man nicht irgendwie vorschreibt, der Hund muss ins Haus, sondern die Kinder müssen auf eine spielerische, ist möglicherweise das falsche Wort an der Stelle, aber müssen auf eine für sich verständliche Weise feststellen, absolut, dass Tiere dieselben Bedürfnisse haben wie sie auch. Und ja. Kälte, Schmerz, Leid, ja. Hunger, Durst eben genauso empfinden. Und ja. wenn das einmal verstanden ist, dann setzen die das um. Und dann kommst du wirklich zu dem, die Kinder von heute sind die Tierschützer von morgen. Ja, das ist für mich auch der Ansatz, weil du kannst, ich glaube, du bekommst nur Liebe von einem Menschen, wenn du Liebe hineingibst. Und wenn du einem Kind ein Gefühl mitgibst, dass der Hund friert und dass der Hund ein Gefühl hat fürs Frieren und für Wärme und für Nähe und dass, wenn er sich zu sehr abduckt, dass er Angst hat und dass, wenn er zittert, dass man dann, dass der Mensch zu streng und zu hart mit ihm umgeht. Und wenn die Kinder das eben spüren, fühlen, dann geben sie dieses Gefühl erstmal natürlich an sich weiter, werden durch diese Herzlichkeit herzlicher und geben es dann auch wiederum an andere Kinder, an andere Menschen und auch an die Tierwelt weiter. Ja, ich glaube, die wichtigste Message nach draußen ist, dass man die gesamte Menschheit, aber in erster Linie natürlich jetzt die Tierschützer von morgen, wie du so schön sagst, die Kinder von heute, dafür sensibilisiert werden, dass wir im Allgemeinen mit der Natur und mit den Tieren etwas achtsamer, respektvoller und liebevoller umgehen sollten. Ich habe irgendwann mal die Frage mir selber gestellt, warum habe ich eigentlich so gerne Tierschutzhunde? Warum habe ich immer Tierschutzhunde? Warum habe ich jetzt 9 eigene Hunde? Und das ist manchmal auch echt eine Aufgabe. Also es sind jetzt 4 Youngster dabei. Die Portugiesinnen, die sind jetzt gerade mal 8 Monate und noch eine Herdenschutzhündin, die ist knappe 11 Monate, die sind also mitten in der Pubertät, kosten mich auch viel Kraft und Nerven, bringen aber ganz viel Freude und Liebe. Und ich würde niemals auf die Idee kommen, einen anderen Hund zu nehmen als einen aus dem Tierschutz. Ich meine, ich habe die Ola aus Portugal, die Ömiva aus Rumänien, die Marie, die Molly, die Mietz, die sind aus Spanien, die Cookie ist aus Spanien, die Teja, die ist aus Portugal, die 2 kleinen Neuen, ne, Beju und die Hazel auch. Und ich liebe einfach Tierschutzhunde. Was würdest du jemandem sagen, der Lust auf einen Tierschutzhund hätte, aber irgendwie sich nicht so traut, weil er glaubt, ja, die sind ja irgendwie alle so ein bisschen verstört. Ja, aber da glaube ich einfach, das ist schlichtweg ein Vorurteil. Und du kannst die Menschen mehr oder minder nur davon überzeugen, dass es sich um Vorurteile handelt, wenn sie die Hunde kennenlernen. Und natürlich, das darf auch nicht schön geredet werden. Ein Hund, der eine Zeit auf der Straße gelebt hat, möglicherweise 2 Jahre, 4 Jahre, 6 Jahre, der hat ein ganz anderes Leben geführt als jetzt ein Hund, der von einem Züchter kommt und in den jüngsten Jahren oder in seiner jüngsten Lebenszeit gleich übernommen wird. Ja. Der Straßenhund oder der ehemalige Straßenhund, der war jeden Tag für Futter, Wasser, Liegeplatz, Rudel und Ortschaft selbst verantwortlich. Ja. Und dadurch hat er natürlich etwas gefestigteren, einen etwas stärkeren Charakter. Auf der anderen Seite sind es auch ganz arg wertvolle und ganz arg tolle Eigenschaften, ja. Weil diese Hunde mit ganz arg vielen Dingen super zurechtkommen. Und ich glaube, die Lanze ist an einer Stelle ganz leicht zu brechen. Wir als Tierschutzvereine oder Tierschutzorganisationen, die im Ausland tätig sind, wir müssen einfach so ehrlich auf einer Seite sein und auch so realistisch auf einer Seite sein und die Hunde, die wir hierher nach Deutschland bringen wollen, insofern angucken, sind es Hunde, denen man tatsächlich einen Gefallen tut, indem man sie vermittelt in ein deutsches Familienleben oder überhaupt hierher vermittelt in eine Familie, zum Paar, wie auch immer, oder ob das Tiere sind,
die mit dieser Art und Weise zu leben, nämlich als freilebender Hund auf der Straße, zurechtkommen. Ja. Jetzt haben sie das große Problem, das muss an der Stelle kurz erwähnt sein, dass du in Rumänien keinen Hund frei leben auf der, oder du kannst keinen Hund auf der Straße frei leben lassen, weil er von städtischen Tierfängern verfolgt wird und dann folglich in die Tötungsstation kommt. Wir stehen natürlich, das gehört zur Wahrheit auch, ein Stück weit unter Druck. Denn wenn aus unserer Smiora keine Hunde mehr hierher über die deutschen Partnertierheime vermittelt werden, dann können wir aus den Tötungsstationen keine Hunde mehr aufnehmen und auch nicht für all die Tiere mehr einstehen. Von dem her sind wir abhängig davon, so krass das auch klingt, dass Tiere aus unserer Smiora, aus Rumänien, hierher nach Deutschland gehen. Und da haben wir ganz arg tolle Erfahrungen und kriegen wirklich großartige Rückmeldungen, sowohl von unseren Partnertierheimen als auch von den Menschen, die die Tiere dann über das Partnertierheim endgültig übernommen, adoptiert haben. Und ich will nochmal betonen, es ist Aufgabe vom im Ausland tätigen Tierschutzverein, ein Stück weit den Hund so realistisch einzuschätzen und dann auch klar zu sagen, dem Hund tue ich einen echten Gefallen und für den Hund ist es die Lebensänderung und zwar die positive und für den Hund, der wird in unserem Gefüge mit Couch und Wohnzimmer und allem, was dazugehört, nicht zurechtkommen. Ja. Aber auch hier will dazu gesagt sein, du hast verfälschte Werte hier und da, das weißt du besser als ich. Mhm. Wenn du einen Hund aus einer Tötungsstation übernimmst, ist doch völlig klar, dass der traumatisiert ist. Ja. Und bei uns Menschen ist es doch auch so. Der eine steckt ein traumatisches Erlebnis leichter zurück als ein anderer. Absolut. Und, Wo du möglicherweise sensibel reagierst oder sensibler reagierst, da reagiere ich weniger sensibel. Ja. Oder wo ich mich total erschrecke, da erschreckst du dich möglicherweise gar nicht. Also das sind auch Dinge, die man an der Stelle auch mal auf den Hund so ein Stück weit übertragen darf und wo man so realistisch auch sein muss und sagen muss, okay, der Hund kam jetzt aus einer Tötungsstation, der ist selbstverständlich traumatisiert und der braucht jetzt seine Zeit, bis er das Vertrauen zu Menschen fassen kann. Ja. Und da gibt es Hunde, die kommen an und die schütteln sich dreimal und haben dann auch irgendwie ihr Trauma aus einer Tötungsstation abgeschüttelt. Ja. Und es gibt Hunde, die brauchen Wochen, die brauchen Monate, die brauchen ein halbes Jahr oder eine unbestimmte Zeit einfach. Da kann man keine Pauschalregel draus formulieren. Ja. Ja, ich glaube auch, dass man, ich nehme dann immer gerne das Beispiel, dass wenn ich Single bin und ich suche einen Partner, eine Partnerin und ich begegne einem Menschen und beim ersten Treffen oder beim zweiten Treffen wird die Wahrheit auf den Tisch gelegt und die Person sagt zu mir, ja, ich komme aus einer Beziehung, ich war verheiratet 10 Jahre und die letzten Monate oder Jahre, die waren jetzt nicht so prickelnd und da habe ich echt ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht. Deshalb bin ich jetzt vorsichtig, weil vor meiner Ehe war ich auch schon in einer Beziehung und da hat es auch irgendwie nicht so gut geklappt. Und da habe ich auch meine Geschichte mit im Koffer. Und das sollst du halt wissen, lieber Andreas. Und wenn ich dann hingehen würde und würde das machen, was viele Menschen machen bei Tierschutzhunden, dann müsste man ja eigentlich, wenn man realistisch denken würde, sagen, okay, also die hat jetzt 2, 3, 4, 5 Beziehungen hinter sich, die waren alle nicht so prickelnd oder nur eine Zeit lang. Boah, dieser Mensch ist bestimmt irgendwie verhaltensauffällig oder verhaltensgestört, weil er ja diese Geschichte hinter sich hat. Will ich mir das antun? Mache ich das? Nehme ich mir tatsächlich einen traumatisierten Menschen, der durch andere Menschen traumatisiert wurde und beginne mit ihm erstmal eine Bekanntschaft, dann eine Freundschaft, dann eine Liebe und das unendliche Vertrauen, mit ihm durchs Leben zu gehen? Und da finde ich, ist auch jeder einzelne Mensch gefragt, wie weit er denn für seine Liebe oder für sein Leben und für das Leben des anderen gehen möchte. Also man kann immer sagen, ja, also wenn der Hund mir jetzt dreimal in die Bude macht und der macht mir meine Schluppen kaputt oder wenn er nicht vernünftig an der Leine läuft nach 2 Wochen oder kann ich alleine bleiben, ja, dann will ich das nicht mehr, dann gebe ich den wieder ab.
Das wäre ja genauso, als würde man in einer Beziehung, wo man sich gerade kennenlernt und man hat man die ersten wundervollen Tage, Wochen und Nächte verbracht und dass man dann sagt, ja, aber jetzt merke ich schon, irgendwie lacht der Mann komisch. Der erinnert mich jetzt an meinen Ex, weil er das und das gesagt hat. Oder ja, irgendwie würde ich gerne mit ihm Sport machen, aber er macht keinen Sport. Passt dann doch irgendwie nicht. Oder jetzt haben wir die erste Diskussion gehabt, dann trennen wir uns am besten wieder. Das finde ich, das kann man echt auch in so einer menschlichen Freundschaft und Bekanntschaft und Beziehung mit einfließen lassen. Da ist auch eine, wir glauben immer, alles ist so blumig, weil wir verliebt sind. Aber wenn dieses Verliebtsein weggeht und der Alltag kehrt ein, dann finde ich, dann sollten wir Menschen die Möglichkeit geben, sich zu entfalten und wir eben auch Verständnis dafür haben, dass sie eben Geschichte haben. Und genauso sehe ich es bei Hunden auch. Wir Menschen dürfen lernen, dass Hunde eine Geschichte haben. Und gerade Tierschutzhunde haben oft sehr, sehr schwierige Zeiten hinter sich. Und da sollten wir mal unsere Ansprüche runterschrauben. Ich mache sowieso immer. Für mich muss niemand funktionieren, weder ein Mensch noch ein Hund und anderes Lebewesen. Und da sind alle Menschen gefragt, mal wieder so ein bisschen auch bei sich hinzuschauen und sich zu erden und mal wegzukommen von diesem, ja, auch von diesem Konsumleben und von diesem, alles muss schnell klappen, ich muss noch schnell die E-Mails beantworten und ich muss noch schnell mit dem Hund raus und der muss auch jetzt schnell funktionieren, der muss auch schnell Auto fahren. Wir wollen ja in 3 Wochen, wollen wir mit dem Wohnmobil weg und der ist jetzt gerade 2 Wochen hier, also muss er das jetzt schnell lernen, und mein Partner muss auch schnell für mich funktionieren, damit wir schnell wohin kommen eigentlich, hat mich mein alter Hund gefragt. Und hat gesagt, wo wollt ihr eigentlich hin? Ihr seid immer so schnell, ihr Menschen. Wo wollt ihr eigentlich hin? Am Ende fällt doch sowieso für alle der Vorhang. Ja, das ist was ganz, ja, Wichtiges und auch, ich glaube, auch ein Thema, das ganz oft untergeht, Ja. dass eben nicht achtsam umgegangen wird und dass wir in einer Hund-Mensch-Beziehung sehr, sehr viel erwarten vom Tier und sehr, sehr wenig Verständnis dann und wann Ja. für verschiedene Dinge haben. Und es ist genauso, wie du sagst, dass eben jedes Tier, jeder Mensch seine Vorgeschichte hat und ja auch sein Recht auf seine Vorgeschichte hat. Es ist katastrophal, wenn wir jetzt aus dem im Tierbereich das sind oder wenn wir sagen, wir wissen, dass der Hund 14 Tage in der Tötungsstation war, gleichermaßen auch wissen, dass dort die Tiere katastrophal behandelt werden, wissen möglicherweise, wir können uns vorstellen, dass das Vorleben auf der Straße auch entbehrungsreich war und dass es da einfach, du siehst manchen Tieren ja einfach auch, die sind vom Leben gezeichnet, wie man auf Ja. eine Weise sagt. Das siehst du auch dem einen oder anderen Menschen dann und wann an. Und da ist, glaube ich, genauso wie du gesagt hast, eben dieses Verständnis und diese Zeit, diese Geduld. Und auch diese Liebe entgegenzubringen, dass Ja. es eben, harmonisch funktioniert. Und dann kann das ja auch harmonisch funktionieren. Natürlich, aber ich glaube, dass Menschen, wenn sie sich kennenlernen, belügen, aber Und Tiere Hunde. nicht. Und Hunde, Tiere tun es nicht. Und deswegen Ja. sind viele Menschen damit überfordert, weil der Hund, der aus der Tötung kommt, nicht sofort abends im Wohnzimmer, im Körbchen liegt und sagt, pass mal auf, lieber Mensch, ich erzähle dir jetzt mal die letzten Monate oder Jahre und vor allen Dingen die Zeit, wo ich in der Tötungsstation war, was ich erlebt habe. Dann wäre der Hund, ne, dann wäre der Mensch relativ schnell überfordert mit dieser Gesamtsituation. Wenn wir das jetzt wieder auf die Mensch-Mensch-Beziehung übertragen, dann kommt der, lernen die Menschen sich kennen und die erzählen sich nicht die Wahrheit. Sie sagen sich nicht die Wahrheit. Sie zeigen sich die Sterne am Himmel und wie alles, wie toll und wie schön und wie man sich verstellen kann. Kommt der Mensch in eine neue Beziehung rein und würde sofort sagen, pass mal auf, also die letzten Jahre, die waren ziemlich beschissen in meiner Beziehung. Mein Ex-Partner war Alkoholiker oder der hat mich irgendwie schlecht behandelt. Dann würde jeder Mensch hingehen und sagen, oh, da habe ich keinen Bock drauf. Der Hund kommt aber nach Hause und hat eine Geschichte. Und das dürfen wir Menschen einfach auch
akzeptieren, respektieren und wir dürfen uns in Geduld üben, dass diese Hunde nicht sofort so funktionieren, wie wir Menschen die ganze Zeit in dieser Gesellschaft funktionieren müssen, augenscheinlich. Mhm. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, woran erkennt man eigentlich einen guten Tierschutzverein? Also worauf muss man eigentlich achten, wenn ich jetzt sagen würde, als Laie, ich hätte gerne einen Hund aus dem Tierschutz. Im Internet ist ja alles voll. Wie mache ich das am besten? Ich persönlich empfehle ja immer Tierschutzvereine weiter, bei denen ich selber schon war. Ne? Wie bei dir oder in Portugal oder in Spanien. Da bin ich vor Ort gewesen, da weiß ich, wie es abläuft. Und das kann ich den Leuten weiterempfehlen. Was hast du für einen Tipp? Kann ja nicht jeder mal schnell in die Smyra reisen und sagen, oh ja, jetzt gehe ich mir das angucken und dann hole ich mir da einen Hund. Ja, also ich finde speziell, wenn du jetzt einen Tierschutzverein, der im Ausland tätig ist, überlegst zu unterstützen oder dort einen Hund aufzunehmen, dann finde ich einen der wichtigsten Punkte, was macht denn der entsprechende Tierschutzarbeit vor Ort und mit welcher Strategie geht er ran, um das Problem oder die Situation vor Ort zu verändern? Ja. Und wenn du dich dann dort umschaust und siehst, dass eben nachhaltige Instrumente wie zum Beispiel die Kastration, wie Schulprojekte oder Bildungs- und Aufklärungsarbeit und möglicherweise politische Arbeit im Sinne von, das können Petitionen sein, das können ganz arg viele und sehr ermüdende und langanhaltende Gespräche mit Politikerinnen und Politikern sein, um eben an der Gesetzessituation was zu verändern. Und ich glaube, aus wirklich diesen drei Säulen ein Stück weit, die praktische Arbeit vor Ort, die Aufklärungsarbeit, die Sensibilisierungsarbeit und auch das politische Einsetzen, das macht aus meiner Sicht einen gut organisierten Tierschutzverein im Ausland aus. Und dann ist es natürlich auch so, wenn es jetzt speziell um die Aufnahme eines Hundes geht, dass die Hunde nicht blind vermittelt werden. Super. Also eine Blindvermittlung ist, es ruft jemand an aus egal wo, meldet Interesse an einem Hund und drei Tage später sitzt dann das Tier in einem Transporter und es gibt dann irgendeinen katastrophalen Treffpunkt auf der Autobahnraststätte. Ja. Es ist keine Vorkontrolle, keine Nachkontrolle, ja. Eine Zack-Bumm-Übergabe und es verliert sich der Kontakt. Ich glaube, auch dieses Bild vom Auslandstierschutz, das muss ein Stück weit durchbrochen werden. Da gibt es einfach ganz klare Standards, will ich jetzt hochtrabend sagen. Aber wir werden dann und wann kritisiert dafür, dass wir keine direkte Privatvermittlung machen. Mhm. Und das kann ich aus der Sicht von jemandem, der mit einem guten Motiv einen Hund adoptieren will, auch ein Stück weit nachvollziehen. Aber du kannst eben, und das mündet ja auch in dem Thema, was wir eben gesprochen haben, einem Menschen nur bis vor die Stirn schauen. Ja, und es ist unsere Aufgabe, verantwortungsvolle Tiervermittlungen zu machen. Und deswegen, wir wollen es uns da nicht leicht machen, indem wir die wichtigste Arbeit an unsere Tierheime abdelegieren, nämlich die Endvermittlung eines Hundes, sondern wir wollen dadurch Vermittlungen sichern und eben Sorge dafür tragen, dass es ein Bund fürs Leben wird. Super. Und wenn du einen Hund in ein deutsches Tierheim dann übergibst, hat dieses Tierheim die Zeit. Und da bin ich auf deine Meinung gespannt. Es ist ja oft auch so, wenn ein Tier ankommt dann in einem deutschen Tierheim, bei dir im Revier für Hunde, das zeigt sich anders. Und ja. Du merkst ja oftmals richtig, wie das Eis dann so bricht und wie der Hund auftaut. Ja. Und dann hast du ganz andere Möglichkeiten auch, Menschen, Adoptanten für das Tier zu finden. Und was ich auch nochmal einen ganz arg wichtigen Punkt finde, ich finde es total schwierig, wenn man sich, ich sag's mal andersrum, wenn man sich ein Stück weit anmaßt, über ein Bild zu entscheiden, der Hund gefällt mir und ich nehme ihn jetzt deshalb. Mhm. Du brauchst doch den Kontakt, du musst dich doch kennenlernen. Und es muss doch auch gesehen werden, passt denn der Hund zu dem Menschen, passt der Mensch zu dem Hund, wird daraus eben eine glückliche Beziehung, will ich schon fast sagen, eine glückliche Vermittlung. Und
Das ist eben nur zu gewährleisten, wenn du das über den Weg eines deutschen Partners, oder es muss nicht deutsch sein, das kann auch in der Schweiz oder in Österreich sein, eines Partner-Tierheims machst und unter Nutzung eben der Instrumente, die einem zur Verfügung stehen. Und das sind eben Selbstauskünfte, Vorkontrollen, Nachbesuche und die Möglichkeit, dich in welcher Lebenslage auch immer an die Institution Tierheim zu wenden, sofern irgendwas schief geht. Und ich glaube, dann kann man auch hochtrabend ausgedrückt einen sicheren oder auch einen qualitätsgesicherten Auslandstierschutz leisten und umsetzen. Und dass es mal zu Fehleinschätzungen kommt und dass es auch mal zu Charakterveränderungen kommt, das kann niemand auf dieser Welt bei keinem Lebewesen, egal ob Mensch, ob Tier, ausschließen. Und das sind einfach Dinge, die, so ehrlich muss man zu sich selber auch sein und das eingestehen, bevor man ein Tier aufnimmt. Ja, also ich sehe das genauso, weil ich meine, wenn ein Hund aus dem Tierschutz bei dir einzieht, dann ist er erstmal genauso wie ein Mensch. Wenn ein Mensch zu einem anderen Menschen einzieht, dann ist man erstmal etwas verhalten, zeigt sich von einer anderen Seite, als wenn man sich dann die nächsten Wochen und Monate entwickelt. Und da brauchen, ich habe es wirklich am eigenen Leib immer wieder erfahren, dass es Hunde gibt, die einfach eine gewisse Zeit brauchen, um anzukommen, aber ohne dass der Mensch sie die ganze Zeit irgendwie bemuttert, bedauert und betüddelt, sondern die sollten einfach in Ruhe gelassen werden und dann können daraus auch wundervolle Beziehungen entstehen. Aber mit dem, das ist ja in dieser Konsumgesellschaft auch mittlerweile so, dass die Menschen sich ja auch andere Menschen ausgucken. Ich habe da gestern noch mit meinem Kameramann, mit dem Paul darüber gesprochen. Der ist noch sehr jung, der ist 20 und wir sprachen darüber, über diese Konsumgesellschaft, ne? Auch bei diesen Dating-Lines, ne? Dieses Durchwischen und gucken, wer denn optisch zu einem passt. Und so wird es ja mit den Hunden auch gemacht, so wird es auch mit Fahrrädern und mit Autos gemacht. Viele Menschen konsumieren einfach nur noch und sind es auch gewohnt, dass sie heute bestellen und gestern ist die Sendung schon im Haus. Ne? So alles muss auch schnell gehen und wenn es nicht schnell geht, dann ist es nichts. Und so muss man auch aufpassen, dass Hunde nicht so konsumiert werden, eben auch nach dem Aussehen und nicht mehr danach, ob welchen Charakter oder welche Charaktereigenschaften denn ein Hund hat. Ich liebe ja Hunde gerade deshalb aus dem Tierschutz, weil sie so noch eine Persönlichkeit bei sich tragen, weil sie einfach sehr, sehr frei noch sind, weil sie nicht so dick, viele Hunde aus dem Tierschutz sind noch nicht so vom Menschen klassisch kaputt konditioniert oder die sind freier. Ich finde sie einfach losgelöster und ich mag auch Hunde, die so einen eigenen Kopf haben. Ich finde das toll. Ja, absolut, absolut. Ja? Kann ich dir wirklich nur voll und ganz zustimmen, das stimmt. Das ist, also meine Hunde dürfen auch schon mal nicht funktionieren und das nicht nur einmal am Tag, sondern die dürfen auch zwischendurch schon mal sagen, ich habe jetzt gerade keinen Bock oder ich bin jetzt gerade müde oder ich sage jetzt auch mal nein. Und das macht auch den Charakter und die Würde eines Hundes aus. Also jeder Mensch, der immer nur funktionieren muss in seiner Beziehung, auf seiner Arbeitsstelle, in der Familie, bei der Schwiegermutter, beim Schwiegervater, im Fußballverein, egal, alles, was nur auf Funktionieren ausgelegt ist, verliert an Menschlichkeit und an Emotionalität. Und das ist so ja, für mich ganz, ganz wichtig, so dass man sich dieses Gefühl des Seins noch immer wieder behält. Und das schenken Hunde uns, oder? Ich meine, du würdest doch auch jedem empfehlen, sich einen Hund aus dem Tierschutz zu holen, vorausgesetzt, der Mensch ist bei sich. Ich habe ja auch schon oft die Empfehlung gemacht, die Erfahrung gemacht, dass ich nicht immer eine Empfehlung ausspreche, wenn Menschen gerade in einer Trennung sind, kurz vorm Umzug,
vielleicht einen Burnout hatten, mit Depressionen zu kämpfen haben, überlegen, in eine Klinik zu gehen, Ortswechsel, wie auch immer, dann sage ich, warte erstmal ab und versuch du dich mal so ein Stück weit zu formen, bevor du die Erwartung an den Hund stellst, dass er dir vielleicht durch diese Lebenskrise hilft. Gibt es ja auch. Ja, da hast du völlig recht. Das sagst du auch was ganz Wichtiges. Das Motiv der Übernahme, der Aufnahme eines Hundes, das muss stimmen. Und wenn das ein aufrichtiges Motiv ist, das nicht auf Egoismus basiert, dann ist das die Grundvoraussetzung, dass es klappt. Und ja, wie du eben sagtest, um ein eigenes Bedürfnis, sei es eine Lebenskrise oder so, zu bestehen oder zu überstehen, da ist ein Lebewesen aus genau diesem Grund ins Leben zu bringen, wahrscheinlich nicht der richtige Weg und sehr egoistisch gedacht. Ja. Aber deine Ursprungsfrage war, ob ich jedem das empfehlen würde, einen Hund aus dem Auslandstierschutz zu nehmen. Und da kann ich nur absolut und 100% Ja zu sagen. Das sind so tolle Hunde. Und da ist einfach für jeden, der ein gerechtfertigtes und ein gutes Motiv hat, einen Hund zu übernehmen, auch einer dabei. Also man kann es ja in zwei Richtungen auch sehen. Es hat ganz arg viele Hunde im Ausland. Diese Hunde hat es, weil sie auf politischer Ebene überwiegend ignoriert wurden, weil man sich um deren Vermehrung nicht gekümmert hat und weil man sich immer nur dann dran stört, wenn es zu viele waren. Und es ist ja absolut ungerecht und auch nicht in Ordnung, dass wir von menschlicher Seite da nicht eingegriffen haben, um sie zu schützen. In dem Fall zu schützen, dass sie sich weiter vermehren und dass ihnen ein entbehrungsreiches, katastrophales, todbringendes Leben bevorsteht. Und das ist ja jetzt kein natürlicher Tod, den du am Ende eines Lebens stirbst, sondern das ist kategorisches Töten aufgrund von politischem Versagen. Mhm. Und das finde ich frei von jeder Polemik oder auch einen wirklich moralischen Aspekt und Punkt, ein Tier aus dem Ausland, das bereits auf der Welt ist, zu adoptieren und nicht zu Internetportalen zu laufen, um gezüchtete Tiere, um auch irgendwie illegale Geschäftmacherei zu unterstützen oder Kofferraumwelpen an irgendwelchen Grenzübergängen zu kaufen oder zu Züchtern zu gehen und dort eben anzuheizen, dass weitere Hunde gezüchtet werden. Ja, ich sage ja auch immer zu den Leuten, die dann die Äußerungen tätigen, gibt es ja auch schon mal, die dann sagen, ja, also es gibt ja genug Hunde auch in deutschen Tierheimen, ne? Warum müssen es immer Hunde aus dem Ausland sein? Ich habe viele Tierheime im Ausland gesehen, ich habe viele Auffangstationen gesehen. Ich war gestern noch im Tierheim Koblenz bei der Kirstin Höfer und die kennst du ja auch sehr, sehr gut. Ihr seid ja auch im ständigen Kontakt. Ich glaube, sie bekommt jetzt sogar wieder am Sonntag ein paar Welpen oder ein paar junge Hunde von dir. Sie bekommt Hunde aus Rumänien, aber die sind dieses Mal nicht aus der Smilova. Ah, okay. Ja, und da muss ich auch ganz klar sagen, also ich habe Einrichtungen gesehen im Ausland, die spotten jeder Beschreibung. Und man muss sagen, da haben auch die Tierheim-Mitarbeiter, das sind gar keine ausgebildeten Menschen, das sind irgendwelche Leute, die dann auf 30 Hunde irgendwo aufpassen und sind völlig überfordert. Die kriegen gar nicht mit, wann ist ein Hund krank, wann wird er gemobbt, wann muss der da raus. Und da muss man auch den Leuten sagen, die hier immer diese Äußerungen tätigen, ja, ich meine, in Deutschland sitzen ja auch die Hunde im Tierheim, denen geht es ja auch schlecht, aber die sitzen halt meistens bei 3, 4 oder 5 Sternen und manchem Hund im deutschen Tierheim geht es besser als in manchem zu Hause. Das muss man auch wirklich sagen. Da ist eine Verlässlichkeit, da ist eine Regelmäßigkeit drin. Die bekommen ihr Futter, die bekommen ihr Wasser, die bekommen Streicheleinheiten, die haben Paten, die mit ihnen spazieren gehen. Das ist im Ausland oftmals sehr häufig nicht gegeben. Und da werden die Hunde einfach verwahrt. Und das möchte ich auch noch mal nach draußen schicken, dass man das nicht über einen Kamm scheren kann. Ich meine, mit wem spreche ich gerade?
mit dem Betreiber des größten Tierheims, ne, mit so vielen Hunden. Du sprichst eben am Eingangs des Gesprächs wieder von 1200 Welpen jetzt in diesem Winter und es wird wieder 1400, ja. eisekalt, 1400, es wird eisekalt in Rumänien. Also manchmal würde ich mir echt liebend gerne 5 Busse mit Leuten einpacken, die irgendwie die Kritik an Tierschutz oder die eben die Kritik daran üben, dass Hunde gerettet werden und dann eben auch nach Deutschland verbracht werden. Da würde ich die am liebsten in 5 Busse einpacken, runterfahren und sagen, jetzt geh mal da mal helfen, damit du auch mal verstehst, worüber du da überhaupt sprichst. Denn manche Leute sprechen über diese Themen und haben wirklich, Entschuldigung, überhaupt keine Ahnung. Die haben noch nie in irgendeiner Form ein ausländisches Tierheim oder geschweige denn eine Tötungsstation von innen gesehen. Die sagen schon, wenn sie in ein deutsches Tierheim gehen, oh Gott, ich kann da nicht länger als 3 Minuten bleiben, ich muss da wieder raus, weil die Tiere tun mir alle so leid, wenn ich durch ein deutsches Tierheim gehe. Dann weiß ich ganz genau, hey, da gibt es einfach wenig Hunde und viele werden halt von mehreren Leuten betreut. Aber viele Hunde in ausländischen Tierheimen, da sind die Menschen, da kommen die Menschen an ihre Grenzen und auch an die Kapazität, die Hunde aufzunehmen. Das muss man ganz klar so sagen, ne? Deshalb, also ich kann auch immer wieder nur sagen, jeder Hund aus dem Tierschutz ist eine Bereicherung für mein Herz. Ich bin durch Hunde gewachsen, ich habe durch Hunde gelernt, mit mir sensibler zu sein, empfindsamer zu sein, da wirklich auch auf mich aufzupassen und ganz viel Liebe auch weiterzugeben. Ich habe ganz viel gelernt von Tierschutzhunden, über Hunde auch, über mich, über das Leben. Ich möchte keinen Moment missen. Und kann immer nur nach draußen schicken, Leute, bitte holt euch Hunde aus dem Tierschutz. Und Tierschutz macht ja einfach auch nicht an der Landesgrenze halt. Nein, Und, nein. da ist auch, glaube ich, die Kritik, dass man sich hier um Land für Land die eigenen Probleme kümmern muss, nicht die richtige Aussage. Und Gerade jetzt in der Zeit, ne, muss man sich mal überlegen. exakt. Ne? Da könnte man ja auch sagen, ja, was habe ich denn jetzt mit der Ukraine zu tun? Was habe ich denn mit Rumänien zu tun? Was habe ich denn mit Spanien zu tun? Also ich gucke nur, dass ich in Deutschland keinen Krieg bekomme und der Rest ist mir egal auf dem Planeten. Das geht ja auch nicht. Ne? Nee, das geht nicht. Und das ist auch schlichtweg nicht richtig. Ja. Ach, Matthias, du weißt, wenn ich mit dir zusammen bin, kann ich immer Stunden quatschen, weil wir uns viel zu selten sehen, aber wir werden Das es wieder stimmt. schaffen, unseren Wunsch noch Wirklichkeit werden zu lassen. Wir wollen ja mal zusammen irgendeine Tour fahren, ne? Nach Rumänien und auch wieder zurück. Und da habe ich totalen Bock drauf. Aber ich habe noch eine ganz persönliche Frage an dich, was den Tierschutz betrifft. Du machst das schon so viele Jahre, du bekommst so viel mit, du bekommst so viele schlimme Geschichten mit, du bekommst auch viele Happy Ends mit, aber du bekommst auch viele schlimme Geschichten mit. Wie schaffst du es, das zu verarbeiten? Schaltest du ab? Nimmst du die Sachen nicht mit nach Hause, was ja fast unmöglich ist? Hast du Ablenkungsmanöver? Kochst du dir was Leckeres oder gehst du Squash spielen? Meditierst du so wie ich oder was machst du? Ich kann dir da gar keine Strategie sagen. Ich weiß mittlerweile, dass oder es kommt, also es gibt den deprimierenden Teil und es gibt den hoffnungsvollen Teil. Der deprimierende Teil ist, dass ich mittlerweile sehr sicher bin, dass eine Vielzahl von sehr, sehr brutalen Geschichten du irgendwann mal nicht mehr aufhalten kannst und dass das wirklich was mit einem macht. Das ist der frustrierende Teil. Und der hoffnungsvolle Teil ist, das ist das, was du eben gesagt hast, wenn du in so eine Tötungsstation gehst und dort Hunde übernimmst, du musst dir für manche Dinge ganz realistische Sachen schaffen. Du darfst in eine Tötungsstation aus meiner Sicht nicht gehen und dann sind dort 60 Hunde und du kannst nur 30 mitnehmen. Wenn du in die Tötungsstation gehst und dort sind 60 Hunde, dann nimmst du 60 Hunde mit, dass du für dich selber sagen kannst, ich habe da nicht 30 zurücklassen müssen, Ja, ja, weil ja. das
kriegst du nicht mehr los. Das sind die Dinge, bei denen ich meine, das schaffst du schlichtweg nicht zu verarbeiten. Ja. Also musst du Instrumente schaffen, das gelingt in der Theorie sehr gut und in der Praxis leider nicht immer, dass du solche Situationen nicht aufkommen lässt. Ja. Aber an der Vielzahl von Brutalität, die es halt einfach bei ganz arg vielen Tieren oder die du einfach in Rumänien sehr, sehr häufig sehen kannst, kannst du dich davon nicht befreien und kannst du da auch keine Strategien entwickeln. Und die Happy Ends sind wirklich was ganz arg Wichtiges. Es ist schon schön zu sehen, wenn du einen Hund dann auf eine Weise begleiten durftest, vom Weg aus zum Beispiel einer Tötungsstation heraus, wie dann das Aufpäppeln, das Versorgen in das Miura stattfindet, wie dann der große Ausreisetag kommt, der Sprinter in das Miura startet, hier ankommt, der Hund im Partnertierheim ankommt und 4, 6, 8 Wochen später bekommst du Bilder, wie du einen ganz anderen Hund siehst auf dem Bild, aber du ihn trotzdem noch erkennst. Ja. Und da sind dann noch Leute mit drauf, die dir ein paar glückliche Zeilen schreiben, dass es passt. Und das sind die... die Happy-End-Geschichten, die einen gerne weitermachen lassen und die einem ja auch zeigen, dass es was total Sinnvolles ist, was wir da tun und dass es ganz arg wichtig ist, einfach nicht aufzugeben und weiterzukämpfen. Ach, du bist eine Seele, du. Du bist echt eine gute Seele. Das ist so wichtig, dass es solche Menschen gibt, weißt du, weil du machst so viel für den Tierschutz. Und ich bewundere dich da auch für, weil ich bin ja nur ab und zu unterwegs und sensibilisiere auch die Menschen draußen für den Tierschutz, auch nutze auch meine Popularität, um den Tierschutz noch präsenter zu machen. Das ist meine Aufgabe. Ich glaube, jeder hat hier auf diesem Planeten eine Aufgabe. Er wird mit einer Aufgabe ins Leben geschickt. Deine Aufgabe ist tatsächlich jeden Tag den Tierschutz zu machen. Ich habe meine Aufgabe, jeder hat hier eine bestimmte Aufgabe zu bewältigen, zu lösen, aber auch eine wundervolle Aufgabe, Veränderungen zu schaffen und herbeizuführen und dann auch wieder ein Stück weit diesen Planeten liebevoller zu machen und das Leben lichtvoller zu machen. Und das machst du ja sowieso jedes Jahr mit jedem Tag und ich kann dir nur sagen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass es dich gibt. Und aufgrund dessen haben ganz viele Hunde und auch ganz viele Katzen, überhaupt Tiere, wieder ein neues Zuhause gefunden. Und wenn sie kein neues Zuhause gefunden haben, dann haben sie bei dir ein neues Zuhause gefunden, in der Smiura, in deinem Herzen. Und da geht es ihnen auf jeden Fall besser als in der Tötungsstation oder an irgendeiner Kette oder irgendwo draußen auf der Straße, wo sie verfolgt werden. Und das ist echt deine Aufgabe und das finde ich ganz toll. Und da kommt gerade meine kleine Teja. Ja. Die hat jetzt gerade geschlafen und jetzt ist sie aufgewacht und muss jetzt mal raus. Die lasse ich jetzt draußen pieseln. Matthias, ich sag dir nochmals vielen lieben Dank. Mach weiter so. Ich schicke dir Energie und Kraft und Liebe rüber, damit du weiter diesen Weg gehen kannst. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal. Und das hoffe ich auch. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Bleib am Ball und bleib das zufrieden. Machen wir. Bleib, wir sind ein starkes Team hier. Ja, super. Dankeschön. Ich danke dir. Ich danke dir, Andreas. Tausend Dank für das schöne Gespräch und dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Danke. War schön, dass wir mal wieder miteinander gesprochen haben. Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Dankeschön. Mach's gut. Wir hören uns. Auf jeden Fall. Gleichfalls. Du genauso. Bis bald. Dann. Ciao.